gibt nach wie vor einheimische Shops, wo du auch ein Gelato für 9 bis 10 Euro kriegst. Musst du halt dicken und musst du halt suchen, ja. Sondern man muss hier halt einfach auch vorsichtig sein. Und viele Clubs werden einfach deswegen geradet, weil Touristen in den Clubs sind, rausgehen und die Sachen einfach einstecken haben. Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind endlich mal wieder in Barcelona bei der Spannabis. Die Cannabis-Messe in Barcelona heißt tatsächlich Spannabis. So, um euch nicht mit der obligatorischen Messefolge zu langweilen, wird es heute auch ein bisschen um die Cannabiskultur im Allgemeinen gehen. Viele wissen noch nicht mal, was ist denn ein Cannabis Social Club? Was hat es denn überhaupt damit auf sich? So, darum wird es heute gehen. Wir sind auch im Gespräch mit beispielsweise einem spanischen Samenhändler, also Leute, die sich wirklich auskennen in der Branche. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Let's go! Doctora Weed, soy influencer canábica y activista hace más de 15 años. Tengo problemas degenerativos, soy consumidora medicinal y te puedo contar que acá en España tenemos clubes de cannabis y también hay jardineros que cultivan en su propio hogar. Acá en España no está regulado el consumo ni el cultivo de la planta, más sí hay clubes de cannabis. Es un poco irónico el tema, pero es así. Acá hoy estamos en Barcelona en Spannabis, acá hay muchos clubes, acá el tema canábico está como así, como mucho más fervoroso. Allá en Madrid donde vivo yo, los clubes son como más reservados, siempre tenés que tener un socio para poder ingresar al club, si no puedes ir a golpear la puerta y decir hola, vengo a buscar cannabis. Si bien ahora hay una aplicación que se llama Weedmap que a vos te orienta y te dice dónde puedes encontrar clubes canábicos, no es que podés caer a la puerta así, golpear y decir hola, vengo a buscar cannabis. So Barcelona is the main capital of the of Europe about cannabis. In Barcelona, there are like 500 cannabis clubs where you can buy the weed. Respect to the quality, it depends on the cannabis club. Like I said, there are 500 cannabis clubs, so you can find a lot of different qualities and prices. You can find like 5 euros weed, medium, to 40 euros a gram. So there is like a big wavelength. But mostly they are like really good. Usualmente la calidad, dependiendo de los precios, la calidad de la María nunca va a ser tan buena como en casa. Also die Qualität ist gut, ist schon die besser als in Holland, weil in Holland hast du ja so mittlerweile dieses, dass da einfach abgefertigt wird. Es gibt auch viele einheimische Shops, wie so Monami zum Beispiel, wo halt mehr Einheimische hingehen, wo man auch bessere Weedpreise kriegt. Man muss auch sagen, jetzt zu Spannabis liegt der Weedpreis für ein gutes Weed auch meistens so 12, 13 Euro Minimum. Weil, klar, die konnten jetzt Corona-mäßig auch lang nichts machen, weißt du, weniger Touristen, wollen die natürlich auch ein bisschen Geld haben. So. Aber es gibt nach wie vor einheimische Shops, wo du auch ein Gelato für 9 bis 10 Euro kriegst. So. Musst du halt dicken und musst du halt suchen, ja. In Barcelona ist es für die Touristen natürlich einfacher. Das hast du in Valencia nicht so, sowas wie jetzt hier Terps Army oder so. Das hast du in Valencia nicht, das ist eher lokal gehalten. Und so gestalten sich natürlich auch die Preise, weil da zahlt kein Spanier 14 Euro. Der geht dann 2 Stunden arbeiten dafür, so nach dem Motto. In Valencia übliche Preise, würde ich sagen, so 9 Euro für das wirklich Top Shelf. Also das könntest du auch in so eine typische Tuna-Tin packen. Und als Kali, genau, also so 9 Euro, gibt auch mal was für 12, wenn es dann Super Living Soil, genau, aber das ist dann eher schon so eine Rarität, ja. Barcelona ist absolut, Barcelona ist einfach nur teuer, finde ich, genau, 15, 16, 18 Euro. Zwar viele cleane Sachen, aber das ist das Amsterdam von Spanien.
Also ich war auch schon mal in Madrid, die haben auch Social Clubs. Ich war schon in Ibiza, ich war schon in Mallorca, ich war schon in vielen Spots. Aber Barcelona ist einfach so ein Hotspot für alle Smoker. Du hast hier Strand, du hast einen guten Vibe, du hast viele Drehspots auch als Rapper so. Du hast viele Social Clubs, korrekte Leute. Kannst hier gut chillen, so, weißt du? Und ist immer was los. Gibt auch viele Clubs hier, du kannst ins Opium gehen, du kannst ins Schoko gehen, am Strand. Aber da auch ein bisschen aufpassen. Taschendiebe sind viele unterwegs, ja. Also kann ich nur empfehlen, so. Es ist für mich so das neue Amsterdam, nur in einer geileren Version. Ich presse die Knospen und das Wax läuft aus den Dosenbags. Der Stoneman, der das Dope vercheckt, keiner nimmt mir die Krone weg. Rapper haten mich, weil ich mehr Mäuse mach als Logitech. Wenn ich spitte, nehmt ihr Toys am Mikrofon die Pfoten weg. Ja, es ist aber aktuell immer noch ein Problem, gerade mit Spannabis-Besuchern, dass wenn die Social Clubs einfach offen haben, genauso wie hier oder in den Niederlanden, es ist nun mal einfach nicht legal, sondern man muss hier halt einfach auch vorsichtig sein. Und viele Clubs werden einfach deswegen geradet, weil Touristen in den Clubs sind, rausgehen und die Sachen einfach einstecken haben, von der Polizei kontrolliert werden und erst dadurch die Polizei einen Zugriff hat, in die Clubs reingehen zu können, weil dort illegale Handlungen laufen, wenn sie sagen, ich habe das da drin gekauft. Die dürfen eigentlich nicht verkaufen. Das Social Club System sagt eigentlich, es darf untereinander getauscht werden und es darf dort konsumiert werden. Der Verkauf ist nach wie vor illegal. Okay. Und das ist der Punkt, warum dann darüber die Polizei den Zugriff hat, in den Club reinzugehen, den Club zu raiden und unter Umständen den Club auch dicht zu machen. Ich darf also quasi nicht mal unterwegs sein mit 5 oder 10 Gramm in Barcelona oder darf ich sie nur draußen nicht konsumieren? Eigentlich nicht unterwegs sein, weil es den öffentlichen Raum nicht betreten darf. Okay. Das heißt, das Ganze geht zurück auf ein Gesetz von Franco, der den privaten Raum schützt. Und dieser private Raum, der Schutz des privaten Raumes, ist einfach der Punkt, warum diese Social Clubs überhaupt möglich waren, weil dadurch eine Gesetzeslücke entstanden ist, der es den Leuten möglich macht, einfach im Privatbereich, sprich auch im Rahmen eines Clubs, zu konsumieren, ohne dass die Polizei da überhaupt rein darf. Okay, das war so eine kleine Grauzone. Genau. Mimosa Cake und Lemon Tree, Grenadine und Jelly Bean, mehr Strengths im Regal als eine Cannabis Dispensary. Deine Penner Sippe raucht nur Blatt, Spinat und Sellerie. Deutscher Rap ist ekelhaft wie Henna, Peace und Stängel. Ja, du bist angesprochen und die Polizei bittet dich darum, den Joint auszumachen. Du trittst den aus, schmeißt den Mülleimer, alles ist in Ordnung. Oder auch keine Körperkontrolle. Es geht da um den Joint, dass du einen Joint in der Öffentlichkeit rauchst. Es ist halt nicht gewünscht. Also es ist nicht gewünscht, dass es in der Öffentlichkeit passiert. Und das sind wir wieder bei dem Thema, wo du dann sagst, okay, alles, was in deinem privaten Rahmen passiert, ist auch deine Sache. Also hier ist es ein bisschen anders. Die, auf gut Deutsch, die Bullen kommen einfach nicht so schnell zu dir nach Hause, wenn sie irgendwie... Genau, also wenn genau, du jetzt kontrolliert wurdest auf der Straße, dann brauchst du jetzt keine Angst haben wie in Bayern, dass jetzt gleich Kommando nach Hause kommt, Polizei mit Hund, Führerschein, deine ganze pissen. Bude, Führerschein, alles, sondern mach den Joint aus und geh nach Hause und fertig. Und dann kannst du ganz so beruhigt nach Hause gehen, ohne Panik zu haben. Hab da ein alles gutes gut. Beispiel von einem Kollegen, das habe ich wirklich mit meinem eigenen Leib erlebt. Es kommt halt auch darauf an, ob du aussiehst wie ein Dealer. Also lange Rede, kurzer Sinn, er hat einen Freund besucht und hatte ein Glas im Rucksack, bisschen über 100 Gramm drin. Und er hat gesagt, okay, wurde aufgehalten, die Bullen haben das gesehen, haben das konfisziert, haben gesagt, hey, 100 Gramm ist viel zu viel. Aber auch keine Hausdurchsuchung oder sowas, sondern wirklich, die haben es gefunden, konfisziert und er hat gesagt, das ist mein Eigenbedarf. Dadurch, dass es jetzt auch nicht getrennt war oder in verschiedenen Jars oder dass es für den Verkauf vorbereitet war oder verschiedene Sorten. Es war eine Sorte, er hat gesagt, das rauche ich am Wochenende weg. Ich konsumiere wirklich stabil. Das haben sie ihm nicht geglaubt, so nach dem Motto, und haben gesagt, okay, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, messen deine Abbauprodukte, ob die wirklich so hoch sind. Das kam dann in die Ermittlungsakte und die wurde dem Richter vorgelegt und der Richter hat entschieden, okay, das ist sein Eigenbedarf. Also der hatte genug im Blut, dass der Richter gesehen hat, okay, alles klar, der smoked wirklich eine Menge. Das ist dein Eigenbedarf, lass den Jungen in Ruhe. Mehr oder weniger, ich glaube irgendwie 500 Euro musst du dann, es gibt so eine Standardstrafe, wo du sagst, okay, du wurdest mit Gras außerhalb von deinem Haus erwischt, das ist so eine Art Ordnungswidrigkeit. Ich dachte, ich fahre einmal mit der Bahn von der Spannabis in die Stadt zurück, hat sich aber als Fehler erwiesen. Ich habe mein Ticket gekauft drin und habe noch gesehen, dass die Polizei das alles ein bisschen abschirmt gerade und dachte, naja, okay, jetzt tue ich das mal an der intime Stelle, dass es sicher ist. Und in dem Moment ist aber der Hund schon irgendwie vor mir gestanden und hat
gebettelt, als ob ich ihm Leckerli geben soll, aber wollte natürlich das, was ich da versteckt hatte. Ja, no chance. Aber die waren eigentlich ganz freundlich, bis auf das, dass sie kein Englisch sprechen konnten. Hat mir nicht erklärt, haben, was jetzt passiert. Ja, haben die ein Foto von meinem Ausweis gemacht, das Weed zerstört und durfte ich weiter. Also war eigentlich ganz freundlich, aber kleiner finanzieller Schaden. Also mich hat niemand gefragt, wo ich das auch her hatte. Das hat die auch nicht interessiert. Und, aber wie gesagt, sie konnten mir auch nichts weiter erklären. Sie haben nur ein Bild kurz von der Vorderseite meines Ausweises gemacht. Das heißt, meine Adresse haben sie auch nicht. Von dem her bin ich glücklich, happy und konnte ja danach gleich im nächsten Shop wieder was Geiles kaufen. Keiner, der mehr Ganja pusht. Allerfeinstes Mango-Kusch. Ständig gibt es Ärger und die Bullen kommen mit dem Mannschaftsbus. Sag meiner Mom, ich mach mein Geld jetzt auf legalem Weg. Doch abends renn ich wieder durch die Straßen mit einem Glaspaket. Und dann wurde anfänglich, als die Social Clubs gegründet wurden, dann tatsächlich in dem Club gegrowt, weil viele haben die Vorstellung tatsächlich, dass im Club dann irgendein Hinterzimmer ist, wo die Pflanzen stehen. Also es gibt Clubs, die das tun. Mhm. Dadurch ist es etwas sicherer abgedeckt. Ja. Nur wenn sie halt reinmarschieren, der Anbau ist illegal. Eigentlich. Okay. Ja. Eigentlich. Man kann das über die Statuten wieder so abdecken, dass es dann nicht verfolgt wird. In der Regel. Mhm. Und der Bereich, das in den öffentlichen Raum zu gehen, das heißt der Transportweg von dem eigentlichen Grow-Raum oder Extraktionsraum in den Club, ist wiederum die heiße Phase. Okay, ja, verstehe ich. Dann könnten sie die basten praktisch, wenn die Polizei es drauf anlegt. Ja. Okay, muss der Shopbetreiber Einkommensteuer dafür zahlen? Shopbetreiber, ja. Okay, aber der Clubbetreiber Social Clubbetreiber ist Club, es ist Vereinsrecht. Mhm. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die dürfen keinen Gewinn machen. Mhm. Natürlich wird das Personal bezahlt, es wird die Räumlichkeit bezahlt, es sind Kurse, es ist dies, das, Ananas, also wirklich alles Mögliche, was der Club bietet, muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, verstehe. Darüber laufen dann auch Rechnungen. Diese Rechnungsgeber, die müssen wiederum ihre Steuer darauf zahlen, für das, was sie vom Club bezahlt kriegen. Verstehe. Aber der Club selbst hat natürlich auch Nebenprodukte, ja, Papers, Merchandise, Getränke, diverse Dinge, wo sie Steuern drauf zahlen müssen. Das Weed wird ja nicht verkauft. Also kann da auch keine Steuer drauf gezahlt werden. Schreib, damals war ich Bro, heute Luxus, Life und Kobefleisch. Der Weed-Baron ist back, ich werd dem Untergrund mit Drogen reich. Ich mach mein Geld und hör nicht auf. Money goes the world around, der Teufel setzt mir Hörner auf. Ich baller noch paar Burner raus. La verdad que la cultura canábica en España está ya bastante instaurada. Lleva como más de 20 años habiendo empresas legales en el sector. Y la verdad que la evolución ha sido siempre progresiva y a bien, para bien, digamos. De momento, hasta el momento, estamos aquí, cada vez intentando hacer que todo sea más normalizado y bueno, de momento ya te digo que ha sido bastante una cultura que está funcionando. Sí, la verdad que aquí todo empezó un poco con el mercado europeo, que nos iban delante, el mercado holandés que iba un poco delante de nuestro. Fueron los primeros que trajeron los primeros cruces scan de América para traerlos a Europa. Y ha influenciado mucho el mercado europeo en los primeros 15 años o así. De golpe, cuando ese mercado ya la gente lo conocía y estaba ya un poco cerrado, se ha acudido ahora al mercado más americano en busca de plantas nuevas también. Y por eso está un poco ahora mezclado este tema de que se traen muchas plantas de Estados Unidos y todo esto es para renovar un poco lo que había aquí, ¿no? Encontrar cosas nuevas, digamos. Este sería el motivo. La verdad que nosotros, al principio lo que empezó todo como un coleccionismo como hobby, y la verdad que íbamos guardando todas las genéticas que nos íbamos encontrando que nos gustaban, y hubo un momento determinado que dijimos que nos decidimos a poder ofrecerlo al público, estas genéticas, porque a la gente les encontraba conseguirlas, porque las habíamos conseguido en algún viaje, algún amigo de foro nos las había compartido o bla, bla, bla. Entonces decidimos, pues, que ya que teníamos una buena colección, poder ofrecerla al público. Y ahí empezó todo un poco el banco de semillas. Y ahí sí que, al empezar el banco de semillas, pues se ha intentado hacer un mayor filtro en cuanto a las mejores genéticas, lo más buscado, lo que más nos gusta a nosotros,
y toda esa mezcla que sabemos que tiene, ya antes de que salga ya sabemos que tendrá una buena aceptación, lo sacamos y lo intentamos sacar al mercado. De ahí las variedades nuestras, como una muy famosa Zombie Kush, o ahora hemos sacado este año una variedad que se llama Tropical, que es con variedades muy afrutadas, y otra con variedades más potentes, digamos, que es con zombies. Der Dope-Boy, ich mach Cannabis und Gangster-Rap. Bullen von mich spasten wie die Ticker aus dem Encro-Chat. Al final, esto todo se hace por pasión y porque nos gusta, digamos, y siempre intentamos seleccionar en base a lo que nos gusta a nosotros, independientemente de cómo vaya el mercado. Pero sí que es verdad que hay veces que el mercado demanda mucho una cosa, intentamos adaptarla a nuestra selección, que es lo que nos gusta personalmente a nuestro equipo, digamos. Pero la selección se basa en, primero nos tiene que gustar a nosotros. Cuando haces una selección, el fin es quedarte con una. Pero hay veces que la variedad se mezcla tan bien entre ella que te cuesta saber cuál es a ti mismo cuál te vas a quedar, okay. Y al final acabas durante años con diferentes fenos. Pero bueno, normalmente la búsqueda es para buscar un fenotipo. Si luego guardas más es porque son buenos los cruces y te cuesta acabar de decidirte. Ich rauf dicke Lunden und rasiertes Game wie ein Stufenschnitt. Jeder Rhyme ist classic wie bei Tupac oder Wu-Tang Hits. Cannabis MC, so wie Redman oder Ludacris. Du hast meinen Sound, wenn du zugekifft in der U-Bahn sitzt. Also Thema Eigenanbau, sehr interessantes Thema. Die Spanier scheißen sich einfach nichts. Und man kann so sagen, ich habe da eine schöne Story. Wir haben so einen Müllplatz bei uns in der Siedlung. Und da stellen die einfach alle ihren Müll hin. Die Spanier sind da auch grob, stellen da mal eine Matratze hin. Eines Tages bin ich meinen Müll da abladen gefahren und dann standen da am Boden 8 Gavita-Boxen, 8000er Gavitas. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die irgendwie klein und in den Pappcontainer. Die standen da, wo du dir gesagt hast, Alter, da wir in Deutschland das, wenn die Bullen sehen, da gehen die Ermittlungen aber los. Wer hat denn jetzt hier die... Und da denkst du dir, okay, also irgendjemand hier von meinen Nachbarn, der... Der growt ganz schön fett in seinem Haus an. Genau, genau. Und dann kommt auch mal der Handwerker und sagt dann mal, okay, da hinten in so einem Haus, da weiß ich schon, da habe ich mal die Treppe gemacht. Mucho plantas, ja, also du darfst jetzt nicht deine Pflanze einfach auf den Balkon stellen und Kinder sehen es von außen, aber solange das nicht sichtbar ist und natürlich auch nicht zwangsläufig riechbar, passiert da nichts. Wenn es riecht, kommt nicht die Polizei mit nach Hause zu suchen. Genau, genau, das ist dann erdrückig. Die schauen dann mal, ob sie irgendwas sehen, aber es ist nicht so einfach, dass sie in dein Haus reinkommen wie in Deutschland. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen können, nur wegen Gras kommen die in dein Haus. Also da braucht es quasi schon ein bisschen mehr. Da muss dann schon auch ein bisschen so Dealerei, sage ich mal, mit dabei sein. Und dann kommen die aber auch flugs. Also wenn dann darum geht, dass es irgendwie dein Haus verlässt, sobald es klar wird irgendwie, dann kommen sie aber auch schnell, so nach dem Motto, ja. Usualmente la calidad, dependiendo de los precios, la calidad de la María nunca va a ser tan buena como en casa. Yo me arriesgo porque estoy enferma y necesito consumir la planta, entonces a mí no me interesa. En realidad no se puede tener ni una, ni dos, ni tres, ni nada. Pero acá todo el mundo planta igual.